Willkommen zurück zu einer neuen dramatischen Folge Jurassic World Evolution. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Alter, ich habe mir hier so ein Psycho geholt. Weil als kleinen Test, ja, wie der so reagiert auf den T-Rex. Und er ist auf jeden Fall einer, der gerne in der Gruppe existiert. Deswegen wird er auch gleich durchdrehen. Den müssen wir sofort mit ein paar anderen versorgen. Also hier ausbrüten. Wir sind auch gar nicht mal so billig. Dann hier drüben den nächsten. Und den nächsten. Aber der T-Rex scheint sie zu respektieren. Also der T-Rex kümmert sich im Moment nicht um sie. Aber der hier wird gleich durchdrehen. Wie nennen wir den? Wir nennen dich Mad. Mad Dog. Das ist der kleine Mad Dog. So, Mad Dog, du wirst gleich durchdrehen, aber ich habe schon eine Idee. Und zwar werden wir dich einfach einschläfern. Jungs, einmal bitte Mad Dog mit Drogen zuballern. Dankeschön. Und du hier? Oh oh, oh oh. Ah, nee. Oder doch. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, die mögen sich nicht, nein. Ich habe gedacht, die werden Freunde, aber irgendwie sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Oder geht's doch mit euch? Vielleicht funktioniert's ja doch. Ich meine, vielleicht werden sie keine Freunde, aber wenigstens respektieren sie sich. Seine Geborgenheit sinkt. Aber er hier hat kein Problem mit ihm. Er fühlt sich immer noch geborgen. King sagt, ist in Ordnung, oder? Oh, ich hoffe doch, King. Ich hoffe doch. Wo ist kein Strom? Warum haben wir hier drüben schon wieder keinen Strom? Wie kann das jedes Mal sein? Gary! Kümmer dich. Dankeschön. So, wir ballern den jetzt mit Drogen voll. Bis die anderen da sind. Anscheinend funktioniert's ja. Wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir den T-Rex umsiedeln. Schon wieder kein Strom? Ah ne, es hat sich... Doch. Ah, jetzt. Ich dachte schon. Schon wieder kein Strom. Und wir müssen uns unbedingt um etwas anderes sehr, sehr Wichtiges kümmern. Und zwar um die Bahn. Das wird unser neues großes Projekt. Eigentlich müsste doch hier was hingehen. So, dann machen wir hier mal eins. Und warten mal, bis es fertig gebaut ist. Und verbinden schon mal hier den Weg. So. Wer ist tot? Wo ist hier schon wieder jemand gestorben? Wer? Was? Wenn er schläft, wieder gefressen? Er hat ihn... Dann iss ihn aber auch. Okay, T-Rex und Raptoren war keine gute Idee. Wollen wir die abbrechen? Kriege ich da noch ein bisschen Geld? Kann ich die abbrechen? Anscheinend nicht. Wenn die einmal hier in Produktion sind, dann rattern die durch. Ja, müssen wir den T-Rex verlegen. Aber das ist ein Riesengehege hier. Ich wollte ja da hinten noch ein anderes Riesengehege machen. Also T-Rex und Langhals soll angeblich funktionieren. Naja, kein Problem. Naja. Kümmern wir uns erstmal um die Bahn. Gehen wir erstmal die Nummer mit der... Also das geht hier so durch. Und dann vielleicht hier eine Station. Schauen wir mal rein. Ob da irgendwas noch hinpasst. Nee, aber hier würde eine hinpassen. Dann gibt es halt hier eine Station. So. Machen wir die schön hier runter in die Ecke, damit wir noch ein bisschen Platz haben. Obwohl, das war nicht so klug. Das war nicht so klug, weil ich glaube, jetzt kriege ich hier keine Schiene rum. Ah, wir probieren es. Wir lassen es jetzt erstmal durchlaufen. Wir lassen es erstmal durchlaufen. Ja, friss den jetzt. Du hast ihn getötet, also iss ihn auch auf. Jetzt will er ihn nicht, ne? Totbeißen, aber nicht essen, mein kleiner Mad Dog. Ja, gut, dann weg damit. Weg mit dem alten Schmodder hier. Okay, dann müssen wir den T-Rex verladen. Das wird eine krasse Operation. Alles klar. Diese Kreaturen harmonieren einfach nicht. Die harmonieren einfach nicht. Da muss ich erstmal hier loslegen und alles entfernen. Das ist schon mal Phase 1. Dass wir hier schon mal... Mach mal groß.
schon mal Platz machen. Jede Menge Platz. So, hauen wir hier alles weg, was wir nicht benötigen. Die Natur muss mal wieder zerstört werden. Er hat einfach einen schlafenden Dino totgebissen. Ich meine, wer ist denn so gemein? Wer ist denn so dreckig? So, immer weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Warum geht das hier nicht weg? Das müsste doch eigentlich auch weggehen. Der Baum ist doch in meinem Park. Also hier hinten habe ich auf jeden Fall noch jede Menge Fläche. Da können wir auch riesige Gehege platzieren. 2, 3 Stück sogar. Wir sind also noch lange nicht am Ende angekommen. So. Was ist hier los? Jetzt die Schienenbahn. Fangen wir mal an mit der... Ja, war klar. Das muss hier weg. Das habe ich versaut eben gerade. Ja, jetzt habe ich Geld verloren. Gott sei Dank bin ich reich. Ja, das muss mindestens hier hin. Mindestens. So. Oh, man kann jetzt schon bauen? Okay. Ja, muss ich eigentlich hier so entlang? Vielleicht hier noch so rüber? Hier so durch? Da. War wieder zu knapp. Schön, Moment. Oh, easy, 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 easy. So, wir haben halt hier so einen engen, super engen, schlauchförmigen Weg. Wenn hier noch eine Bahn hingehen würde, aber ich glaube, hier passt keiner rein. Oh, doch, hier passt einer rein. Hier könnte man noch eine Station machen. Alles klar. Haben wir hier noch eine Station und das müsste man eigentlich easy verbinden können. Verbaut. Okay, warten wir mal. Müsste eigentlich gehen. Also wenn ich das nicht verbinden kann. Never, never, never. Müsste gehen. Müsste 100% gehen. Oh, hier schon mal Weg. So, die Viecher sind fertig, ne? Der hier drüben, dem geht's gut. Den hier geht's auch gut. Ja gut, dann kommt da hinten ein riesiges T-Rex-Gehege hin. Machen wir hier ganz kurz den Weg ein bisschen anders. Hier machen wir ein kleines bisschen cleverer. So. Und dann bitte einmal zurück. Oh, Krankheit. Dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben, weil ich will hier noch ein Gehege hinsetzen. So, schön mittig. Dann kann hier nämlich noch ein Gehege zwischen rein und oben ein paar Geschäfte. Und dann wären wir hier. So, wer ist denn krank? Oscar, du bist sehr einfühlsam, Oscar, ne? Du warst doch der Einfühlsame. Immer die hier. Irgendwie Pflanzenfresser sind ultra anfällig für jeden Mist. So, das Ding hier ist gebaut. Alter, warum kann ich das hier nicht verbinden? Lecko, es muss doch gehen. Warte, wir machen hier mal ein bisschen was weg. So, zurück hier. Ich will das eigentlich mit dem hier. Jetzt greift er. Wirklich gute Arbeit bei diesem Auftrag. Ja, und jetzt will ich hier rüber. Moment, ich muss ja immer die ganzen Wege berücksichtigen. Wahrscheinlich müssen wir eher oben rum. Ah, jetzt sehe ich es gerade. Ja. Ah, müsste gehen. Hier. Ach, warum kann er nicht nach unten schwenken? Ah, das ist nicht so easy, wie ihr denkt, Freunde.
Ich komme hier nicht ran. Ich komme hier nicht ran. Es sagt bloß, dass da oben steht auch wieder zu blöd. Was ist, wenn ich... Mal gucke, hier... Okay, ich muss das hier nochmal entfernen. Dann legen wir mal von hier aus. Muss ja gehen jetzt. So. Fühlen sich Dinos dadurch gestört? Ja, Hope. Ja. Ich weiß, du bist stinky. Überall wird gebrüllt. Alle haben eine schlechte Laune. Glaub mir, Kumpel. Die Raptoren sind krank. Da bist du nicht alleine. Die Raptoren sind zum ersten Mal krank. So, was fehlt denn jetzt hier an Strom? Irgendjemand hat keinen Strom. Du hast keinen Strom. Du benötigst also Strom. Verbaut. Aber hier geht's. Ja gut, dann hier hin und dann... Was habe ich denn jetzt gemacht? So. Zurück. Nochmal hier ran und dann hier hin. So. Das Ding sitzt. Die Schienenbahn ist ein Monsterprojekt. Aber das war uns ja allen klar. Aber ich will diesmal so eine richtig geile, komplett funktionierende Bahn. So, kommen wir hier noch durch? Yo. Eben gerade hatte ich doch was. Interessant, hier kann ich merkwürdigerweise... Okay, hier komme ich jetzt nicht weiter. Ist halt echt doof, weil du nie genau weißt, wo die Reise hingeht. So, jetzt will ich hier so durch. Ich will hier ein bisschen rüber auf die Seite. Was ist denn schon wieder krank? Irgendeiner hat ja schon wieder die Klauenseuche. Verbaut, verbaut, verbaut. Jetzt bin ich wieder zu nah an dem Hotel. Freunde, Freunde, Freunde. Mach das nochmal weg. Wer ist denn jetzt hier schon wieder todkrank? Weg damit. Ich muss mich um die kranken Viecher kümmern. Hier. Bestätige Nachschubanfrage hier. Für Futterstation. Ich kann's auch mal hin. Endlich verteilen die sich ja mal ein bisschen. Das geht mir die ganze Zeit voll auf die Nerven, dass sich hier niemand verteilt hat. So, funktioniert eigentlich die Bahn? Ist die eigentlich funktionsfähig? Nee, ne? Die muss geschlossen sein, damit sie funktioniert. So. Das Ding zieht sich jetzt hier durchs ganze Gelände. Wir können sie... Ja, eigentlich muss sie dann auch irgendwann hier so durch. Also wäre schon geil, wenn wir die Bahn bis da hinten hinkriegen. Eigentlich muss hier irgendwann noch ein Bahngebäude hin. Mindestens hier. Jetzt kriege ich das wieder da nicht hin. Das Problem ist, du siehst halt den zweiten Schritt nicht. Du siehst hier, das siehst du. Und dann weißt du halt nicht, schwenkt er jetzt da irgendwie wieder so merkwürdig? Was hat er vor? So. Das ist ein Ding, du. Das ist ein Ding. Okay. Dass man hier keine Gerade machen kann. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Möglichkeit zu sagen, ich will eine Gerade. Das fehlt mir hier. Genau das ist es. Ah, das Ding da hinten hat keinen Strom. Eigentlich will ich dann noch hier irgendwann eine weitere Bahn. Das ist, wenn ich jetzt hier so rumgehe. Geht das überhaupt? Kurve ist zu eng. Versuchen wir es mal von der Seite hier. Geht auch nicht. Weil hier dann
Warte, wir machen mal das hier kurz so hin. Ich will jetzt die Bahn endlich abschließen. So. Und wer ist jetzt hier schon wieder gestorben? Warum sind die denn immer noch nicht geheilt? Heil die doch. Was haben die denn? Was haben die denn hier? Kolibakterien. Als ob man das nicht heilen könnte. Ist doch ein alter Hut. Bin zur Futterstation unterwegs. Kümmert euch mal um den ganzen Quatsch hier. Star ist tot. Toll. Geil, freue ich mich. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Können wir direkt einen neuen machen. Was war das für Toro, ne? Der arme Star. Dass da niemand Mitleid hat mit dem armen, gequälten Tier. So. So, was ist denn jetzt mit den Raptoren? Da ist doch ein Tor. Also da kommt doch jemand rein. Warum rettet die denn niemand? Da stirbt uns gleich einer weg. Produkttransport wird durchgeführt. Benötigt Wegverbindung. Ach, ja, stimmt. So, meine Damen, meine Herren. Sind jetzt endlich... Ja, baller drauf, der ist bei 48. Okay, endlich, endlich. Dankeschön, Billy Yoda. Dankeschön. Ob ich hier noch einen vierten Raptor reinwerfen kann? Bestand. Ja, ein vierter würde noch gehen. Hauen wir hier noch einen rein. So. So, jetzt will ich da hinten mein Riesen-Mega-Gelände machen und noch ein Hotel und alles. Also schauen wir mal. Hier kommt das Riesen-Mega-Gelände hin. Das kostet mich wieder jede Menge Nerven. So, machen wir erstmal so ein Ding hier. Ups, verdrückt. Dann mache ich hier Zaun und ja, das ist ja ein Riesen-Bereich, Riesengebiet. So. Ist die Bahn schon unterwegs? Läuft das Ding hier? Ja. Läuft. Bringt das Geld? Ich bin kein Freund langer Wanderungen. Und Ihre Gäste sehen das ähnlich. Verbessern Sie Ihre Transportabdeckung. Damit nehmen Sie uns allen eine Last ab. Ja, hab ich ja. Oder? Hab ich doch mega. Warte mal, wir zoomen mal raus. Hier kann man sogar den Bereich sehen, den man abdeckt. Es müsste eigentlich hier noch ein Restaurant oder sowas hin. Oh, bumm. Oh, ich verdrück mich heute irgendwie dauernd. Stress, Freunde. Stress pur. Hier drüben will ich noch so ein bisschen Hotel und sowas hinklatschen. Oder hier noch ein Hotel. Hier wäre auch ganz cool für ein Hotel. Wäre doch ein toller Ort für ein Hotel. Direkt hier hin. Ist doch perfekt für ein Hotel. Ich sehe schon, dass wir wieder, ja, jede Menge Strom brauchen werden. Das wird richtig Strom saugen. Das wird richtig, richtig lutschen. Beeil dich, Kumpel. Ich glaube, ich werde hier noch ein Kraftwerk bauen müssen. Wir brauchen hier auf jeden Fall mehr Strom. Wo setzen wir das hin? Ja, eben gerade ging's. Sie haben die Missionsziele erreicht und den Sieg errungen. Nichts anderes hätte ich erwartet. Aber irgendwie ist es doch nicht schön. Kraftwerk neben einem Hotel. Aber die Leute stört das irgendwie nicht, ne? Ich glaube, da gibt es keine Minuspunkte. Let go, Freunde. Let go. Oh.
Im Optimalfall ist die Haltung der Tiere eine echte Herausforderung für Körper und Geist. Aber diese Sache hier benötigt mehr als das. Darum habe ich an Sie gedacht. Okay. Ach nee, nicht jetzt. Okay, müssen wir später nachfragen. Aber wir haben die Mission noch offen. Das wird unangenehm. Wir müssen nämlich hier... Warte mal, ich habe hier auch noch jede Menge Kram. Verkaufen. Machen. Fertig. Und dann bitte hier wieder hinaus in die große Welt. Ich muss den hier auf jeden Fall noch weiterentwickeln. So. Ja, das wird auch eine spannende Mission. Das Hotel ist gleich fertig. Hier wollte ich noch einen Weg machen. Hä, wo muss ich denn hier den Weg setzen? Und nicht hier vorne, oder? Habe ich das irgendwie total verdreht gebaut? So, wie sieht's da hinten aus? Da hinten wird. Also. Wir machen am besten gleich das Beste vom Besten. So, also hier entsteht mein erstes mega cooles Mammutgehege. So, passt da ein T-Rex rein? Oder noch größer? Ich will nämlich ja dann auch noch die Türme bauen, Freunde. Wir bauen als erstes natürlich... Die hier sind immer noch irgendwie die besten. Also so als Standardding. Sind immer noch top. Das baue ich halt gleich hier so nebendran. Oh, verdreht. Nee, richtig. Ich bin total durch irgendwie heute. Weil ich 1000 Missionen habe. 1001 Missionen. So, wo habe ich denn hier... Habe ich das wirklich komplett ver... Was zum... Was habe ich hier gemacht? Was habe ich hier gemacht? Was zum Geier habe ich denn hier gebaut? Naja, es ist eh nur Stromkraftwerk. Ich habe es irgendwie total verdreht gesetzt, weil ich so... Ich habe heute 1000 Sachen in der Birne. Weil ich irgendwie in der Folge kräftig vorankommen wollte. So, und der Ausfallschutz auch noch rein. Jetzt haben wir hier schon mal Saft. Jetzt haben wir hier schon mal Strom. So, hier mal durch. Und dann will ich so ein Baby hier noch. Machen wir den hier hin. Verbinden das Ding. Und die Folge ist schon wieder vorbei. Ich sage, hier ist super mega viel zu tun. Mit vollem Business. Ich bin voll krass im Business. Dann werden wir den T-Rex... Halten wir uns nicht mit den Details auf. Im Großen und Ganzen ist das ein solider Auftrag. Ja, aber auch irgendwie ein unnötiger. Werde ich wahrscheinlich eh dann nochmal abbrechen. So, vielleicht mache ich es dann noch hier so runter. Da kann man nämlich hier die Show genießen. Ja, das ist schon ein Monstergehege. Das ist ein Monstergehege. Gut. Buff, sage ich dazu nur. Holen wir mal einen T-Rex, ne? Er ist größer als das hier, oder? Ich denke schon. Ich denke schon. Ballert den T-Rex mit Drogen voll. Dankeschön. King! Ziehst um. Mein Freund. Reagiere auf Nachschubanfrage. Und Futter. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wir haben viel geschafft, auch wenn es chaotisch war. Wir haben echt viel geschafft. Wir haben die Schienenbahn, wir haben 3 neue Dinos direkt dann. Und mit der Bahn, warte mal, was kriegen wir da an Punkten? Wie sieht's denn aus? 64, ja, es wird noch alles ein bisschen vernetzt. Und die Dino-Sichtbarkeit, da arbeite ich auch noch dran. Eigentlich müsstet ihr eine ganz gute Sichtbarkeit haben. Eigentlich müsste es, ja, das ist doch eigentlich gut. Guck mal hier, das deckt fast das ganze Gehege ab. Besser geht's doch gar nicht. Wir sollen mal nicht hier so rumheulen.
Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, hier vorne habe ich meine Schwierigkeiten, was die Sichtbarkeit angeht. Egal, nächste Folge. Ich bin Parkbesitzer. Das ist ein sehr anstrengender Job. Oh, hier habe ich wieder dich vergessen. Dich habe ich wieder vergessen jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.